Hast du narzisstischen Missbrauch erlebt und hast diverse Glaubenssätze oder fühlst dich eingeschränkt, wenn es darum geht, wieder zu daten bzw. deine Libido zu fühlen? Dann bist du bei diesem Video genau richtig. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Astera von Astera Elite Coaching. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder neu mit dabei bist. Heute habe ich wieder mal ein besonderes Thema für dich. Und zwar geht es um deine Libido, um Sexlust bzw. um wieder daten zu können. Und auch um viele negative Glaubenssätze oder einschränkende Entscheidungen, die du vielleicht getroffen hast, aufgrund einer traumatischen Beziehung. Das heißt, sehr viele fragen mich auch in einem Coaching, was kann ich tun, um wieder eine gesunde Beziehung führen zu können? Wie kann ich denn überhaupt Nähe wieder zulassen nach all dem, was ich erlebt habe? Es gibt unterschiedliche Glaubenssätze und diese Glaubenssätze möchte ich dir vorlesen. Also, es könnte sein, dass du vielleicht denkst, ich bleibe lieber allein, weil du ganz viele Enttäuschungen erlebt hast oder die letzte Beziehung wirklich traumatisch war. Oder ich werde ohnehin nur enttäuscht. Wie soll ich mich jemals wieder verlieben können? Oder ich fühle mich einsam. Daten und Sex, ich weiß gar nicht, wie das noch geht. Werde ich für immer alleine bleiben? Wie soll ich einen neuen Mann oder eine neue Frau kennenlernen? Warum ist es so schwer, einen normalen Mann oder eine normale Frau zu finden? Ich habe keine Lust mehr auf Sex oder Sex ja, Beziehung definitiv nein. Männer wollen doch ohnehin immer nur das eine. Ich lerne nur Toxen kennen. Oder ich sehne mich so sehr nach Nähe oder aber ich habe Angst vor Nähe. Wenn einer dieser Sätze tatsächlich zu dir passt, dann solltest du dir wirklich dieses Video bis zum Ende ansehen. Wie ihr wisst, probiere ich immer sehr vieles aus. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich bin psychologische Beraterin, NLP-Trainerin, Business Coach und Master Coach und ich habe selbst narzisstischen Missbrauch erlebt, denn ich war 3 Jahre mit einem verdeckten Narzissten liiert. Und heute habe ich mich genau auf dieses Thema spezialisiert. Ich habe mir selbst versprochen und dir natürlich versprochen, dass ich nur über Dinge rede, von denen ich wirklich eine Ahnung habe. So, ich habe mich auf den Datingmarkt geschmissen und meine Erfahrungen gesammelt. Und natürlich auch im Gespräch mit meinen Klienten habe ich das ausgearbeitet, was so die Themen sind, die Probleme sind, welche Themen sie beschäftigen, wenn sie wieder eine neue Beziehung eingehen wollen. Heute werde ich dir etwas verraten, was dich vielleicht schockieren wird. Aber bevor ich auf dieses Thema eingehe, hast du gewusst, dass 49% aller meiner Zuseher gar kein Abo von mir haben? Also bitte stalke mich nicht, sondern lass mir bitte ein Abo da. Vielen herzlichen Dank. Also, was möchte ich dir heute sagen und womit könnte ich dich schocken? Man sagt normalerweise so, ja, wo die Liebe hinfällt. Man kann sich nicht aussuchen, wem man sich verliebt. Diese Sätze hast du sicher gehört und vielleicht kennst du noch ein paar andere Sätze dazu. Was ist, wenn ich dir heute sage, dass du dir sehr wohl aussuchen kannst, in wen du dich verliebst und dass du immer eine Strategie hast, wie du dich verliebst? Ich möchte dir einige Aspekte wieder mitgeben und diese miteinander verknüpfen. Mir ist es wichtig, dass wenn ich dir etwas mitteile, dass du auch den Hintergrund dazu kennst und dich selber verstehst und auch die psychologischen Aspekte dahinter verstehst. Also, es ist folgendermaßen. Wir haben für alles im Leben eine Strategie. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich habe das in einigen Videos von mir da und dort erwähnt. Das heißt, wir haben eine Strategie, wie wir morgens aufstehen. Wir haben eine Strategie, wie wir ins Bad gehen. Wir haben eine Strategie, wie wir uns die Zähne putzen, wie unser Morgenritual ist und so weiter und so fort. Am besten merkst du das, wenn du zum Beispiel dich mal an der Hand verletzt hast oder deiner gängigen Hand, sage ich jetzt mal, also wenn du Rechtshänder bist, vielleicht eine Verletzung am Finger hattest und mal einen Verband oder einen Pflaster drauf hattest
und du die andere Hand zum Beispiel zum Zähneputzen benutzen musstest oder zum Gemüseschneiden oder wie auch immer. Da merkst du plötzlich, dass alles, was du automatisch machst, ja, etwas anstrengend ist, weil du nicht diese Routine hast. Und es ist auch gut so, dass wir gewisse Dinge automatisieren, denn das wäre für unser Hirn eine Überlastung. Das heißt, wir übernehmen Strategien und die laufen automatisch. Und genauso ist es auch mit der Liebe. Mhm. Schock und völlig unromantisch, oder? Sorry, please don't shoot the messenger. Das heißt, es wäre sehr interessant, wenn du dir mal darüber Gedanken machst, wie verliebst du dich? Also wie sind die einzelnen Schritte, bis du sagst, ich bin verliebt? Das heißt, es besteht aus mehreren Handlungsstrategien, wenn du es ganz genau beobachtest, und diese Handlungsstrategien führen dann zu diesem Ergebnis, unter Anführungszeichen, zu verliebt sein. So, das heißt, eine Strategie könnte oder eine Handlungsstrategie könnte sein, dass du sagst, ja, für mich muss einmal ein Mann so oder so aussehen. Oder das allererste, worauf du schaust. Ja, das heißt, es gibt vielleicht etwas Visuelles, das dich anspricht. Es kann sein, dass du sagst, mir ist es wichtig, nachdem ich ihn gesehen habe, dass er auch wahnsinnig gut riechen muss. Der nächste Punkt ist, er muss eine männliche Stimme haben. Ja? Das heißt, bitte für alle Männer, die hier zusehen, ich bin sehr, sehr froh, dass es immer mehr Männer gibt, die sich mit diesem Thema befassen und auch auf meinen Kanal kommen. Bitte denke da für dich um. Ich spreche natürlich in meiner Rolle als Frau und ja, es stört einfach den Redefluss, wenn ich Mann, Frau und so weiter sage. Also bitte sieh es mir nach. So. Das bedeutet, wie gesagt, du hast eine gewisse Strategie entwickelt, wie du einen Mann kennenlernst oder eine Frau kennenlernst und wie du dich verliebst. So, wenn du jetzt diese einzelnen Themen rausnimmst, was ist dir wichtig? Das heißt, auch teilweise sind es Werte. Auch das kennt ihr aus meinem Kanal, dass ich sehr vieles sage über Werte. Das heißt, du solltest dir mal darüber im Klaren werden, was du willst und was du nicht willst. Und warum willst du das, was du willst, und warum willst du nicht das, was du nicht willst? Vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es wäre sehr wichtig, dass du das für dich mal festlegst, dass du dir darüber Gedanken machst. Das heißt, dass du deine Werte im Bereich Partnerschaft und Sexualität mal für dich herauskitzelst, aufschreibst, niederschreibst und dir dessen bewusst wirst. Bitte macht es wirklich schriftlich, denn die meisten denken einfach nur so darüber nach und ja, das verfliegt dann. Es ist dann aber ganz was anderes, wenn du ein Blatt Papier hernimmst und dich tatsächlich hinsetzt und diese einzelnen Punkte aufschreibst, dann bringst du es tatsächlich in dein Bewusstsein. Und diese Checkliste wäre auch dann wichtig für später. Aber auf das komme ich noch zu sprechen. Das heißt, wie gesagt, es gibt eine Strategie, wie wir uns verlieben. Dann ist auch die Strategie, wie sieht deine Strategie zu Sex aus? Was muss passieren, dass du Sex mit jemandem hast? Das heißt, hast du vorher das Bedürfnis, also die Libido, die Lust, mit jemandem Sex zu haben, und du entscheidest dann, dass du dir jemanden aussuchst, mit dem du Sex hast? Oder entsteht deine Libido tatsächlich im Kennenlernen oder im Kennenlernprozess? Auch auf dieses Thema werde ich ganz genau eingehen. Ich kann dir versichern mit diesem Video, dass du mit dieser Strategie, die ich dir heute mitgeben werde, definitiv wieder eine Libido empfinden wirst, beziehungsweise dass deine Libido wieder erwacht, deine Sexlust erwacht. Auch ebenso, dass du wieder Nähe zulassen kannst. Deshalb, wie gesagt, solltest du dir bitte unbedingt das Video bis zum Schluss ansehen. So. Also, was tun wir, wenn wir jemanden kennenlernen? Bitte frage dich mal, wie oft du ein Date hast, bis es dazu kommt, dass ihr intim werdet. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und zwar, zuallererst solltest du wissen, und das sagte ich schon in irgendeinem Video, dass die Regel Nummer 1 ist,
zum Daten, zum Kennenlernen, für ein Liebesglück, dass du für dich glücklich bist. Das heißt, dass du mit deinem Leben zufrieden bist. Also, der allererste Schritt ist, schau dir bitte dein Leben an. Bist du mit deinem Leben glücklich? Hast du Freunde? Hast du Hobbys? Ja, hast du dieses Gefühl von Erfülltsein im Beruf zum Beispiel? Ja? Das ist wirklich eine ganz wichtige Grundlage. Sehr oft höre ich zum Beispiel, ich bin von einem Narzissten zum nächsten gerutscht. Ich bin von einer toxischen Beziehung in die nächste geraten. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie das passieren kann. Ja, es kann passieren, dass man zum Beispiel an einen offenen Narzissten gerät und dann später an einen verdeckten Narzissten. Aber generell und prinzipiell, wenn du die Verhaltensmuster, also die toxischen Verhaltensmuster von Narzissten kennst, könntest du rein theoretisch diese Verhaltensmerkmale auch bei einem verdeckten Narzissten entdecken, ja, oder relativ schnell entdecken. Ich glaube ganz ehrlich, dass das größte Problem an dieser Geschichte ist, dass man von einer Toxe zur nächsten Toxe kommt, ist, entweder man hat nicht das Wissen, ja, und ist völlig ahnungslos, oder aber man hatte das Wissen, aber man hat sich nicht wirklich mit seinen eigenen Themen auseinandergesetzt. Denn wenn ich in meiner absoluten Liebe, Selbstliebe bin, wenn ich meine Themen aufgearbeitet habe, wenn ich bei mir bin und meinen Selbstwert, der ja innerhalb einer toxischen Beziehung zerstört wird, im Außen suche, dann ist es so, dass ich ganz schnell wieder in einer toxischen Beziehung landen könnte. Und ich gebe dir heute so viele Strategien mit und so viele Punkte, sodass du dich davor schützen kannst, ja, dass dir das ganz bewusst nicht passiert. Also Nummer 1 ist, wie gesagt, dass du bitte schaust, dass dein Leben schön ist. Das heißt, wenn dann ein Partner kommt, darf er eine Bereicherung sein. Natürlich ist es nicht so, dass wir Menschen eine Insel sind. Mir ist das schon bewusst und klar, dass man sich auch nach einem Gegenüber sehnt. Mir ist es schon bewusst, dass sehr viele Menschen immer an ihr Leben arbeiten, an sich selbst arbeiten und trotzdem das Gefühl haben von, ich fühle mich einsam, ich hätte jetzt endlich gern mal einen Partner. Was stimmt vielleicht mit mir nicht? Warum passiert es nicht? Ja? Ich sage mal, die Grundlage, wie gesagt, und die Basis für alles ist, dass du stabil bist. Denn wenn du stabil bist, dann wirst du merken, was mit dem anderen nicht stimmt. Das heißt, wenn du nicht bei dir bist, wirst du auch nicht spüren und sehen und erkennen können, dass jemand anderer nicht bei sich ist. Das heißt, es wird immer wieder zurückfallen auf dich. Bin ich jetzt gut genug? Ah, ich bemühe mich vielleicht noch mehr. Oder diese Grenzverletzung, die ja geht unter, auf das schaue ich nicht genau. Ja? Das heißt, ich versuche immer im Außen irgendetwas zu kompensieren. Ein weiterer Punkt wäre, wieso man von einer toxischen in die nächste gerät, ist Ablenkung. Und die Ablenkung hat aber im Hintergrund, dass du wieder diese Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, Anerkennung, deine Wertigkeit bei jemanden anderen suchst. Das heißt, ganz viele erleben eine toxische Beziehung, werden vielleicht geghostet und so weiter und so fort, ja. Und das nächste, was sie tun, ist, ja, ich melde mich da und dort online an, ich flirte mit dem und so weiter. Ja, von mir aus tu es, aber sei dir dessen bewusst, dass du gerade aus einer toxischen Beziehung kommst, ja? Oder dass du gerade narzisstisch missbraucht worden bist. Das heißt, das darf dir bewusst sein, denn diese ganze Entwertung, die dir in diesem Falle passiert ist, diese Minderwertigkeitsgefühle, die dir ganz bewusst der Narzisst suggeriert und, wie gesagt, dein Ich, deine Persönlichkeit zerstören will, beziehungsweise dich ganz bewusst herabsetzt und entwertet, das hat ja eine Wirkung auf dich. Und diese Wirkung, ja, möchtest du im Außen kompensieren durch, ja, wenn der mich nicht schätzt, dann gibt es ja jemanden anderen.
Aber wenn du dich wirklich entkoppeln kannst von dem Gefühl, dass dich jemand schlecht behandelt hast und du dir tatsächlich darüber Gedanken machst, was sind meine Werte, ja, was ist an mir wertvoll, ja, warum bin ich schön, toll, alles Mögliche, ja. Wenn du dich mit diesen Gedanken auseinandersetzt, dann suchst du nicht im Außen, ja. Das heißt, wie gesagt, das sind jetzt mehrere Aspekte. Entweder ich habe kein Wissen, das nächste ist, ich suche im Außen meinen Wert oder durch Ablenkung gerate ich wieder an jemanden anderen. Das heißt, ich halte das Gefühl nicht aus, dass ich von jemandem entwertet worden bin oder dass ich einsam bin, dass ich verlassen worden bin und suche Ablenkung im Außen. Und immer dann, genau bei solchen Punkten, kann es sein, dass du wieder an einen Narzissten oder eine toxische Person gerätst. Ja, da bist du. Sorry, dass ich so sage, da bist du ein Opfer für die, ja, ein gefundenes Fressen für sie. Wie gesagt, das sind einmal die Grundvoraussetzungen, um überhaupt daten zu gehen, würde ich sagen. Alles, was ich dir heute sage, kannst du natürlich annehmen. Du musst es nicht annehmen. Das, was ich dir sage, kommt teilweise aus der Praxis im Gespräch mit meinen Klientinnen. Und natürlich, ich habe einfach sehr viele Strategien ausprobiert und tatsächlich geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also, kommen wir zu der Strategie, was du tun solltest, wenn du dich tatsächlich wieder verlieben willst, wenn du dieses Gefühl von wahrer Liebe fühlen möchtest, diese Schmetterlinge im Bauch, ja? Oder tatsächlich überhaupt gar keine Libido gerade hast und dich tatsächlich fragst, wann kommt meine Libido wieder zurück, ja? Oder du hast vielleicht sexuelle Blockaden und fragst dich irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Mann intim werden kann, weil ich so vieles erlebt habe in meiner letzten Beziehung und ich glaube, das könnte mich daran hindern, intim zu werden. Also, ich rate dir, wenn du online bist oder irgendwo einen Mann oder eine Frau kennenlernst, dann bitte habe 15 Dates. Und zwar nennt sich das tatsächlich die 15-Dates-Regel. 15 ist jetzt irgendeine Hausnummer, ja, aber ich sage mal, 15 Dates ist ein sehr guter Schnitt. Warum und wieso und wie sieht das Ganze aus? In diesen 15 Dates, meine Damen, haltet die Beine geschlossen. Für manche vielleicht eine Riesenherausforderung. Andere sagen vielleicht, ach, das ist für mich kein Problem. So, wir gehen jetzt auf dieses Thema ganz genau ein und warum es so wichtig ist. Und ich möchte wirklich vom ganzen Herzen, dass du das verstehst. Zuerst sollten wir auf dieses Thema Gesellschaft schauen. Was lernst du durch Filme wie 50 Shades of Grey, 365 Tage oder Sex and the City? Was lernst du da? Was wird dir propagiert? Was wird dir als normal verkauft? Normal? Dass du irgendeinen Typen kennenlernst und bumm, zack, du landest mit ihm in der Kiste. Und dann schauen wir mal, ob das zwischen uns beiden funktioniert oder nicht. Wer aber meine Videos kennt, der weiß, dass ich immer wieder von der Peptidabhängigkeit spreche. Die Peptidabhängigkeit bezieht sich auf biochemische Prozesse, die in deinem Körper tatsächlich passieren, wenn du Sex hast. Das heißt, du schüttest einen Hormoncocktail aus und aufgrund dieses Hormoncocktails, wenn du gesund entwickelt bist, willst du dich automatisch binden. Das heißt, wenn du über einen längeren Zeitraum mit einem Menschen Sex hast, dann willst du dich binden. Und das ist eine körperliche biochemische Reaktion. Ja, ich weiß, auch total unromantisch und unsexy. Aber wenn du weißt, was die dunkle Neurowissenschaft herausgefunden hat und wenn du meine Videos zu Peptidabhängigkeit kennst, dann verstehst du, wie wichtig es ist, die Beine geschlossen zu halten, zumindest für 15 Dates. Wenn du jemanden jetzt kennenlernst, und glaube mir, das habe ich einige Male erlebt, und wenn ich ganz klar kommuniziert habe, du, mein Lieber, vor dem 15. Date wird nichts passieren,
dann hast du schon die allererste Auslese. Da könnten Männer zum Beispiel folgendermaßen reagieren. Entweder sie lachen dich aus und sagen, ja, du bist ja gestört oder was hast denn du für ein Problem? Oder glaubst du, dass ich da tatsächlich mit dem Taschenrechner komme? Ach, Sex passiert doch einfach, ja? Wenn er darauf pocht, wenn er dich überreden möchte, wenn er das nicht akzeptiert, dann kannst du gewiss sein, dass dieser Mann oder diese Frau es auch nicht ernst mit dir meint und dich gar nicht kennenlernen möchte. Ja? Das heißt, schau doch mal tatsächlich, wer lässt sich einfach darauf ein, wenn du sagst, du, ich möchte dich als Mensch mal kennenlernen. Ja? Ob Sex funktioniert oder nicht, ja? Darüber brauche ich heute nicht reden. Ich habe meine Lebenserfahrung, ich weiß, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ob wir dann kompatibel sind, ja, das werden wir sehen. Aber zuerst möchte ich deine Seele kennenlernen. Das würde ich einem Mann jetzt nicht so sagen beim ersten Date oder so. Aber ich möchte dich als Mensch kennenlernen. Ich möchte wissen, ob wir dieselben Werte haben, ja, ob wir zusammenpassen. Du wirst dann auch merken, wenn du das, wie gesagt, geäußert hast, wie ihre Reaktion ist. Und dann siehst du tatsächlich, ob jemand daran interessiert ist, mit dir eine langfristige Beziehung zu führen, ob dieser Mensch an deinem Charakter, an deiner Seele interessiert ist. Natürlich spielt das Optische immer mit, ja? Sonst würdest du ja nicht mit dem Menschen ins Gespräch kommen, du würdest nicht auf Online-Portale nach links oder nach rechts wischen. Das heißt, wir wissen schon in einer Millisekunde, und das ist wissenschaftlich erwiesen worden, wir wissen, wenn wir als Frau einem Mann begegnen, und umgekehrt ist es genauso, in einer Millisekunde im Unbewussten, ob wir uns Sex mit diesem Menschen vorstellen könnten oder nicht. Aber was passiert mit uns? Wir schalten immer unseren Verstand ein und sagen, naja, der ist ja doch nett und das, was er ja sagt, ist ja sehr freundlich. Ja? Aber dein Unbewusstes und dein Bauchgefühl reagiert sofort und sagt dir eigentlich ja oder nein. Nur wir versuchen das mit unserem logischen Verstand dann zu erklären. Und diese Kongruenz, die nicht vorhanden ist, versuchen wir dann, uns mit dem logischen Verstand auch schön zu reden. Und meistens ist es so, wenn man einem Narzissten begegnet, ja, mein Bauchgefühl sagt nein, aber er ist höflich, er ist charmant und so weiter und so fort. Und dann denkt man sich, naja, okay, lass ich mal an mich ran. So, dann. Wenn du dann einen Mann gefunden hast, ja, also du musst es ja nicht gleich sofort schriftlich hinknallen, wenn du im Chat mit ihm bist, dass du sagst, du, ich sag dir gleich eines, ja, und dann kommt, wir müssen 15 Dates haben, sondern bringt er natürlich auch eine Leichtigkeit rein. Du wirst dann auch zum Beispiel in Chats oder im Gespräch mit jemandem gleich merken, ob er sofort wissen will, wie du sexuell tickst. Ja? Das heißt, man schreibt, hi, hi, wie geht's? Und dann kommt die Frage, worauf stehst du sexuell? Ja? Da kann ich dir auch sagen, das ist wieder auch so ein Aspekt, wo jemand tatsächlich ja, etwas Schnelles sucht oder jemanden fürs Bett sucht, aber definitiv nicht eine ernsthafte Beziehung. Ja? Denn wenn er sich über keine anderen Themen unterhalten kann als nur über Sex, ja, wie ernst kannst du dann diesen Menschen für eine ernsthafte Beziehung nehmen? Das heißt hier auch ganz klar auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ich mache ganz bewusst diese Auslese, wie reagiert ein Mann auf mich? Was schreibt er mir denn? Ja? Halte ich jetzt nur Kontakt, weil ich mich jetzt gerade einsam fühle oder in einer Bedürftigkeit bin oder wie auch immer? Und wenn du tatsächlich einen Mann gefunden hast, der dir mal optisch zusagt, mit dem das Schreiben wirklich sehr nett ist und sehr höflich und trotzdem vielleicht auch lustig ist, ja, dann treffe dich mit ihm. Und wenn du dich mit ihm triffst, bitte nimm deine Werte, und da kommen wir auf diesen Punkt, und achte mal darauf, wie sich dieser Mann dir gegenüber verhält. Es wird in diesem Prozess und in diesem Kennenlernprozess sehr vieles passieren. Das heißt, gesellschaftlich sind wir darauf konditioniert worden, dass wir einfach ja, schnellen Sex haben und mit mehreren Geschlechtspartnern, ja,
Das ist ganz ehrlich nicht gesund, meiner Meinung nach. Frag dich mal, wann hast du das letzte Mal wirklich einen Menschen kennengelernt, bevor du mit ihm intim wurdest? Und ich glaube, dass hier sehr, sehr viele gar nicht diese Erinnerung oder diese Erfahrung gemacht haben. Das heißt, es gibt nämlich eine Zeitrechnung. Und zwar diese Zeitrechnung vor dem narzisstischen Missbrauch und nach dem narzisstischen Missbrauch. Und ich kann dir sagen, alles, was du vor dem narzisstischen Missbrauch an Strategien hattest, das verschwindet nach dem narzisstischen Missbrauch. Du hast das Gefühl, oder es kann sein, dass du das Gefühl hast, du fängst wieder komplett bei Null an. Ja? Sei es die sexuelle Unsicherheit, sei es, wie gehe ich auf einen Menschen zu, was ist jetzt in Ordnung? War das jetzt eine Grenzverletzung? Hat er diese Red Flags? Das heißt, auch bei mir war das am Anfang so, dass ich gedacht habe, habe ich jetzt Paranoia, weil ich sehe überall oder fast überall Toxen, ja, oder Narzissten. Und ich habe dann meine Strategien angesehen und zum Beispiel mal Männer gedatet, die nicht in mein Beuteschema gepasst haben, ja. Waren auch ein paar Toxen dabei, ja. Habe sogar ein Video dazu gedreht, wie du Narzissten bei Dates entlarvst, Teil 1 und Teil 2, kann ich dir sehr gerne hier oben verlinken, ja. Und da haben auch einige zu diesem Video geschrieben, ja, warum hast du den überhaupt gedatet, wenn der dir überhaupt nicht gefallen hat, ja. Ich habe den ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Und da habe ich auch erklärt, dass es mal wichtig war für mich, nach dem narzisstischen Missbrauch, jemanden anderen mal zu daten und nicht nur diese Scheuklappen zu haben und sagen, mein Beuteschema ist mindestens 1,80, ja, sportlich, bababababam, ja. Das heißt, sich auch auf Neues einzulassen, das kann so ausgehen oder das kann so ausgehen. Oder das andere war auch dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele Toxen, ja, und es war keine Paranoia. Ich war am Anfang verunsichert, weil ich niemals gedacht habe, dass ich Männer daten könnte oder so viele Männer daten könnte, die toxisch sind, ja. Das heißt, auch in diesem Fall auch zu lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören und auch zu lernen, dieses Wissen, das man sich erlangt hat, im Alltag umzusetzen. Wenn du dieses Wissen hast, bedeutet es noch lange nicht, dass du keine oder nie wieder eine Toxe begegnen wirst, sondern dass du ganz klar unterscheiden kannst, dieser Mensch ist für mich ungesund. Vorsicht, toxisch bedeutet nicht, ich mag diesen Menschen nicht, sondern dass er ein ungesundes Verhalten an den Tag legt, ja, oder ganz bewusst gewisse Dinge tut, die vom Verhaltensmuster einfach ungesund sind, nicht dienlich sind oder verletzend sind, grenzüberschreitend ist. Das ist toxisch. Ja? So, dann, wie gesagt, wenn du diesen Mann oder diese Frau jetzt datest, kann ich dir sagen, wird sehr, sehr vieles mindestens in 10 Dates passieren. Schon allein bei der Hälfte der Dates kann es passieren, dass dann etwas Magisches passiert. Also angenommen, wie gesagt, er ist oder sie ist dein Typ. Ja? Du lernst diesen Menschen kennen und es gibt dann mit der Zeit schöne, intensive Gespräche. Bitte achte darauf, dass du mit dieser Person tatsächlich auch tiefgründige Gespräche führen kannst. Frage ihn etwas zu seiner Familie, zu seiner Kindheit. Wie ist das Verhältnis zu seinen Eltern? Warum sind die Beziehungen auseinandergegangen? Wie lange waren seine längsten Beziehungen? Ja, was hat er denn Schönes erlebt? Was macht ihm Freude? Wie geht er? Beobachte ihn. Wie geht er mit anderen Menschen um? Ja, wie geht er mit dir um? Und dann mit der Zeit wirst du dann auch sehen, wenn ihr euch dann regelmäßig trefft, kannst du vielleicht so über Alltagsprobleme mit ihm sprechen. Erkundigt er sich bei dir und sagt, hey, du hast mir doch letztens erzählt, dass das und das war, hat sich das jetzt erledigt, ja? Oder zum Beispiel, keine Ahnung, du bist krank oder weiß jetzt nicht, es ist Sommer, du hast einen Sonnenbrand und er sagt, hey, geht's dir wirklich gut, du, ich gehe jetzt schlafen oder ich lasse während
ich jetzt schlafen gehe, mein Handy auf laut. Das heißt, wenn du in der Nacht was brauchst, kannst du mich gerne anrufen. Das heißt, bietet er dir auch seine Unterstützung an? Hört er dir zu? Ist er an deinem Problemen, sage ich jetzt einmal, interessiert. Natürlich wäre es wichtig, dass du nicht gerade deine Lebenskrise da hast, ja, weil ich ja gesagt habe, es wäre wichtig, dass du Fuß fasst in deinem eigenen Leben und bei dir angekommen bist. Aber natürlich, es ist absolut menschlich. Wir Menschen, ja, haben da und dort unsere Alltagsprobleme oder es passiert irgendetwas, zwar Lächerliches im Vergleich zu vielen anderen Dingen, aber es beschäftigt dich ganz einfach. Und da kannst du tatsächlich sehen, wie ist dieser Mensch von seinem Verhalten her dir gegenüber? Wie sehr öffnet sich dir dieser Mensch? Kannst du mit ihm dann auch über deine toxische Beziehung sprechen und deine Erfahrungen? Das heißt, bitte schieß jemanden nicht gleich ab, wenn es in den ersten drei Dates, nachdem du narzisstischen Missbrauch erlebt hast, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht gleich die rosarote Brille hast und durch die Welt läufst und herumhupfst und sagst, yeah, ich bin so verliebt, I'm so in love und der ist so geil und keine Ahnung, ja? Welche Beobachtung ich auch noch gemacht habe, kann man jetzt auch wahrscheinlich nicht so ganz pauschal sagen und nicht alles in einen Topf werfen. Aber meistens, wenn mir Menschen erzählen, ich sah den und ich war wie magisch angezogen, da war dieses Band zwischen uns, pipapo, tritratralala, das sind meistens sehr viele toxische Beziehungen, die mir da gerade beschrieben worden sind, ja. Natürlich habe ich da keinen Einblick, aber im Nachhinein höre ich das immer wieder. Auch von meinen Klientinnen. Ich habe den Narzissten gesehen. Boah, ich fühlte mich so magisch angezogen und, und. Und das war ganz viel Drama. Ja? Nein, eine gesunde Beziehung hat kein Drama. Und wenn du einen Menschen kennenlernst und es am Anfang sehr viel Drama gibt, dann bitte nimm die Beine in die Hand und lauf so schnell du kannst. Ja? Das heißt, was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du tatsächlich einen Menschen begegnest, der gesund entwickelt ist und, sage ich jetzt einmal, deinen Seelenpartner, ja, gar nicht auf diese Esoterik, aber jemanden, mit dem du dich seelisch verbunden fühlst, dann bist du nicht unruhig, nervös, aufgeregt, also übertrieben, ungesund aufgeregt oder hast Angst vor etwas. Du bist, wenn du wirklich diesen Seelenpartner, ja, triffst, bist du ruhig, bist du gefasst und bist in Klarheit. Du kommst in eine Sicherheit und nicht in das Gegenteil. Und bitte beobachte mal deine Gefühle, wenn du mit dieser Person zusammen bist. Das heißt, als ich diese Erfahrung gemacht habe, ja, plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Habe ich nach den Dates meine Freundin angerufen und sie fragte mich, ja, wie war dein Date? Und ich habe halt erzählt. Meine Freundin sagte dann zu mir, du Astera, das ist schon irgendwie seltsam, weil du bist da jetzt nicht so überdrüber euphorisch und so weiter. Und es hat mich damals auch tatsächlich nachdenklich gestimmt, ob das so richtig ist. Ja? Also ich habe mich tatsächlich reflektiert und mich gefragt, ah, ist das jetzt was Gutes, was Schlechtes, wenn ich es jetzt für mich selbst persönlich bewerten möchte? Aber ich hatte die ganze Zeit ein gutes Gefühl dabei, also war es für mich in Ordnung. Und wer narzisstischen Missbrauch erlebt hat, der läuft nicht mehr mit dieser rosaroten Brille herum, nutzt einfach dein Wissen und du bist auch mit dem Verstand da und du beobachtest ganz genau. Wie gesagt, wenn du eine Red Flag siehst bei jemandem, heißt es noch lange nicht, dass der ein Narzisst ist, ja, oder toxisch ist. Aber bitte beachte die Verhaltensmuster. Das heißt, wenn das und das passiert, reagiert er so. Und wenn das und das passiert, dann reagiert er so. Und dann ist es toxisch. Ja, und das ist auch ganz wichtig. So, was kann jetzt bei diesem Dating-Prozess passieren? Wie gesagt, die Regel lautet, ja, wenn du das mitmachen möchtest, die Regel lautet, vor dem 15. Date nicht intim zu werden, also keinen Sex zu haben. Sagen wir es mal so. Und wenn du narzisstischen Missbrauch erlebt hast und bei der Hälfte der Dates bist, dann kann es
plötzlich passieren, etwas Magisches passieren, dass du diesem Menschen plötzlich gegenüber sitzt und genau weißt, dass du keinen Sex mit ihm haben solltest. Und er sitzt dir gegenüber und du denkst dir, ich könnte dir die Kleider von Leib reißen, kommst du zu mir? Ja, das heißt, all diese Gefühle könnten plötzlich hochkommen und plötzlich passiert etwas ganz was Spannendes mit dir. Und zwar ist es nicht so, dass du eine Libido hast und dann deinen Partner aussuchst, sondern umgekehrt. Du lernst einen Menschen kennen und aufgrund dieser freundschaftlichen Basis, aufgrund der natürlich körperlichen Anziehung auch, aufgrund der Seelenebene, wo ihr euch begegnet, aufgrund der emotionalen Ebene, empfindest du plötzlich wieder eine sehr starke Libido. Das heißt, dieses Feuer, das in dir ist, dieses Bedürfnis, mit diesem Menschen intim zu werden, diesen Menschen an dich nah heranzulassen, das entsteht tatsächlich, weil du den Charakter und den Menschen kennenlernst und nicht umgekehrt. Manche Menschen coachen sich echt zu Tode. Ja, ich bin psychologische Beraterin, aber bei gewissen Dingen darf man auch mit dem logischen Hausverstand rangehen. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe Probleme, ja, weil ich habe irgendwie keine Lust auf einen Mann, ja, dann natürlich wird er mal hinterfragt, warum ist das so, was steckt da tatsächlich dahinter? Hast du überhaupt schon mal jemanden kennengelernt und gedatet und es kam noch immer keine Lust auf oder überhaupt gar keine Lust auf, obwohl du diesen Menschen attraktiv und anziehend fandest? Das sind ganz unterschiedliche Welten. Wir machen uns oft so einen Druck, oh Gott, ich muss sexuell funktionieren. Das gilt natürlich auch für Männer, weil da auch ihre Männlichkeit, ja, ihre Potenz ganz bewusst zerstört wird. Das heißt, in diesem Fall, bitte nimm dir den Druck raus. Lern doch mal einen Menschen kennen. Lerne einen Menschen tatsächlich lieben. Und dann kommt alles von alleine. Das heißt, plötzlich hast du keine Angst mehr vor Nähe oder machst dir Gedanken, dass dich dieser Mensch wieder verletzen könnte. Ja? Also nicht die Person per se, sondern dass du generell wieder verletzt werden könntest. Du empfindest automatisch wieder Lust und Leidenschaft, ja? Weil du diesen Menschen wunderschön findest, attraktiv findest, seinen Charakter schön findest und dadurch entsteht wieder die Liebeslust. Lass dir ganz bewusst Zeit, ja? Wie gesagt, das, was uns in der Gesellschaft verkauft wird, ist nicht normal. Und das ist wirklich auch meine persönliche Meinung. Du kannst gerne anderer Meinung sein. Wenn du jedoch sagst, ich möchte mich rein sexuell mal austoben, ja, natürlich, dann tu es, mach es safe und habe Spaß. Aber hier bei diesem Video geht es tatsächlich darum, eine neue Partnerschaft zu finden, beziehungsweise sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Und du wirst auch merken bei deinem Gegenüber, speziell auch bei Männern, ja, ist es ganz gut, und das klingt vielleicht böse, ich meine das wirklich nicht so, dass sie ein Investment leisten. Das heißt, bei Männern generell, dass sie sich mit dir mal auseinandersetzen, dass sie dich einmal kennenlernen und sich so verlieben, ja. Wenn dir ein Mann nach dem Sex sagt, hey Baby, ich liebe dich, ja, dann kannst du ihm sagen, das ist keine Liebe, das war ein Orgasmus, mein Lieber, ja. Das heißt, auch hier ganz klar zu unterscheiden, was ist tatsächlich Liebe, was ist wahre Intimität, was ist die wahre Verbindung und was empfinde ich, was fühle ich oder wo mache ich mir einen Druck oder wo mache ich mir einen gesellschaftlichen Druck, ja, nach dem zweiten, dritten Date, wenn überhaupt heutzutage, landen wir im Bett, ja. Das heißt, wenn ein Mann das sowieso nicht akzeptiert oder dir nicht diese Zeit schenken möchte, ihn kennenzulernen und sich selber nicht die Zeit geben möchte, dich kennenzulernen, dann ja, würde ich den echt stanzen. Das nächste ist dann,
Plötzlich, wie gesagt, wirst du Magie empfinden und dann kann es sein, dass du ihm gegenüber sitzt und dir denkst, oh, es ist jetzt unser 8., 9., 10. Date, was auch immer. Und oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns endlich mal berühren oder küssen oder was auch immer. Und dann kann es sein, dass du plötzlich das Lied hörst von Ariel. Schalalalala, sei ein Mann und bababa, küss sie doch, ja. Ich bin ein Kind von 1980. Ja, ich bin mit Ariel. Ich bin von Ariel geprägt worden, okay? Also das heißt, dass du plötzlich das Bedürfnis hast, es wäre jetzt okay, wenn es passiert. So, wie gesagt, wenn es in der Mitte der Dates passiert, ja, ich habe jetzt einfach eine Hausnummer 15 genommen. Ich sage mal, 15 ist wirklich ein sehr guter Schnitt, weil das kann sich über Monate erstrecken. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, den treffe ich einmal in der Woche, das ist ein ganz normaler Durchschnitt, sagen wir, bist du, ja, hast du 4 Monate lang einen Mann gedatet und den kennengelernt und all diese Liebe, all diese Ebenen schon zu ihm aufgebaut, bevor du überhaupt mit ihm intim wurdest. Wenn du dieses Gefühl von, ich möchte jetzt endlich geküsst werden, ich möchte endlich Sex haben, bitte gib dem nicht gleich nach, ja? Überdauere ganz bewusst mal dieses Gefühl und genieße dieses Gefühl, dass du tatsächlich einem Menschen, sage ich jetzt einmal, ja, langsam ausziehen darfst, diesem Menschen nahe kommen kannst und so weiter. Was auch noch wichtig ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, in diesen Chats und in dieser Kommunikation wäre es zwar gut, dass der Flirtfaktor da ist, aber bitte pass auf, dass in diesen Chats und in dieser Kommunikation es nicht darum geht, nur noch online Sex zu haben oder so. Ich kann dir anraten, dass du da nicht von dir ja irgendwelche Bilder verschickst oder, wie soll ich sagen, dass es schon in diesen Chats wirklich sehr, sehr heftig wird. Denn es geht ja nicht darum, die Sexualität dann auf einer anderen Ebene zu verlagern und zu kompensieren, sondern, wie gesagt, diesen Menschen kennenzulernen, dieses Feuer entfachen zu lassen, es lodern zu lassen. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass überhaupt gar kein Flirtfaktor und keine heißen Gespräche oder ja, was auch immer ausgetauscht werden dürfen. Ja, ich finde es auch irgendwie generell, das ist jetzt meine persönliche Meinung, du kannst wirklich es nehmen, wie du möchtest. Ich finde es generell sehr, sehr strange, wenn ich höre oder generell, wenn Menschen Fotos von ihren Geschlechtsteilen verschicken, aber selbst noch nie intim waren miteinander. Ich finde, das sollte man tatsächlich dann live erleben und nicht über Fotos, ja. Lass das als Überraschung. Heutzutage knallen sich die Leute sofort irgendwelche Geschlechtsteile ins Gesicht, wo ich mir dann auch denke, irgendwie, also Fotos von Geschlechtsteilen ins Gesicht, wo ich mir auch denke, wo ist heute noch oder heutzutage noch dieses Gefühl von, ich entdecke den Körper des anderen. Ich lasse mich darauf ein, ich lasse mich überraschen, ich lasse diese Spannungskurve hochgehen, ja, und erlebe das dann gemeinsam mit diesem Menschen. Auch das, wie gesagt, finde ich sehr, sehr schade. Bitte versteht mich richtig, ich bin wirklich nicht prüde und es geht auch gar nicht darum, prüde zu sein, sondern tatsächlich den Menschen zu richten, ja, und dass wir in dieser Gesellschaft tatsächlich eine falsche Vermittlung vom Kennenlernen haben, von Hollywood-Filmen, von Sexualität. Das läuft alles meiner Meinung nach in eine falsche Richtung. Lerne mal einen Menschen kennen. Und wenn es soweit ist, dann wirst du dich auch so, so freuen, mit diesem Menschen intim zu sein. Du wirst in dieser Zwischenzeit, und auch das kann ich anraten, plötzlich merken, hey, wann war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich nicht gleich an einem Abend von 0 auf 100 gegangen bin? Was ist, wenn wir tatsächlich irgendwann beim 12. Date uns küssen oder beim 11. Date uns küssen, uns langsam berühren? Wie ist das, wenn wir spazieren gehen und plötzlich Händchen halten? Ja? Wie ist es, wenn wir gemeinsam auf dem Sofa liegen,
vielleicht ist schlechtes Wetter draußen, wie auch immer, Lockdown, kann alles möglich sein. Wenn wir auf dem Sofa liegen und wir kuscheln einfach miteinander und schauen tatsächlich nur fern und berühren uns und streicheln uns, ohne dass wir nackt sind. Ich glaube, diese Erfahrung haben oder machen kaum noch irgendwelche Menschen oder Jugendliche oder wie auch immer. Ich kann dir mitgeben, dass diese Strategie für mich erfolgreich war. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, so zu daten und so mal einen Menschen kennenzulernen. Es kann aber Folgendes sein. Mit dieser Strategie garantiere ich dir nicht, dass du deinen Traumpartner findest, ja? Oder gefunden hast, wenn du das durchziehst. Und zwar kann es passieren, dass wenn du tatsächlich bei dir bist, an dir gearbeitet hast, deine Werte kennst und so weiter und so fort, ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass du einen Menschen kennenlernst, der wahnsinnig viele Probleme hat. Das heißt, er ist nicht mit sich im Reinen oder sie ist nicht mit sich im Reinen. Und dann kann es auch sein, dass diese Person toxische Verhaltensmuster an den Tag legt. Oder es kann auch sein, dass du an einen Beziehungsängstler gerätst. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, dass du unterscheidest, wie sich ein Narzisst verhält und wie sich ein Beziehungsängstler verhält. Dieses Video werde ich dir auch hier verlinken. Da habe ich ganz klar aufgedröselt, wie das ist, welche feinen Unterschiede es gibt zwischen einem Beziehungsängstler, Beziehungsphobiker und einem Narzissten. Und nein, ja, es ist mir egal, wie viele Bücher irgendwer gelesen hat und drunter schreibt, jeder Narzisst ist auch ein Beziehungsängstler. Nein, das stimmt nicht. Denn das würde auch automatisch bedeuten, dass jeder Mensch, der eine narzisstische Beziehung, eine traumatische Beziehung hinter sich hat, auch gleichsam ein Narzisst ist. Und das ist absoluter Schwachsinn. Sorry, not sorry. Ja? Also kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen Autoren, die irgendetwas behaupten. Ja? Dazu auch bitte einfach mal den logischen Hausverstand einschalten und darüber nachdenken, was mit den Millionen von Opfern ist, ja? Und ob die auch alle Narzissten sind. Ja, geht sich nicht aus, okay? Und es könnte sein, dass sich durch diese Art und Weise, und da bitte Vorsicht, durch diese Art und Weise ein Beziehungsängstler sehr wohl fühlen könnte. Ja, das heißt, ich zeige dir jetzt auch die Tücken dieser Strategie auf. Das heißt, für den ist das toll. Er hat immer Kontakt, er hat mal ein Date, dann wieder Abstand, ja? Es kann natürlich auch sein, dass ein Beziehungsängstler, ein Beziehungsphobiker sich auch an dich, sage ich jetzt einmal, annähern kann und seine Ängste mehr oder weniger auch auflösen könnte. Ja? Aber du bist nicht da, um einen Beziehungsphobiker zu heilen oder was auch immer. Ja? Letztendlich, was bei Beziehungsphobiker sehr gravierend ist, ist die Zuverlässigkeit bzw. dass sie kurz vor einem Date absagen, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wie gesagt, schau dir bitte unbedingt das Video an, damit du auch dahingehend informiert bist. Das heißt, es kann sein, wie gesagt, wenn du jemanden datest auf diese Art und Weise, dass du dann aufgrund dessen, dass du immer den Abstand bewahrst, trotzdem immer klar im Kopf bist. Sobald du mit jemandem ins Bett gehst, ja, hast du deinen Kopf verloren. Ja, da bist du benebelt und nicht umsonst heißt es verliebt. Ja. Nicht umsonst gibt es, wie gesagt, die Peptidabhängigkeit, biochemische Prozesse, Oxytocin, das Bindungshormon und so weiter und so fort. Ja. Endorphine. Wäge mal für dich ab. Entweder ich warte und schaue mir den Menschen genau an und kann mitunter den Gewinn haben, dass ich mich tatsächlich wahrhaftig in einen Menschen verliebe mit Schmetterlingen im Bauch und so weiter. Das ist ein Prozess. Ja? Schmetterlinge im Bauch hat man nicht so. Und Schmetterlinge im Bauch hat man auch nicht, wenn der hübscheste Mann einem gegenübersteht. Ja? Dann ist er einfach nur geil, optisch geil. Und das bitte muss man differenzieren. Ja, verliebt sein, das wahre Verliebtsein, das dann tatsächlich in Liebe übergeht, ist was ganz was anderes, als wenn ich jemanden sehe und mir denke, boah. Du hast eben, wie gesagt, die Möglichkeit mit dieser Strategie, Menschen kennenzulernen, ohne dass du dich körperlich zum Beispiel vergibst. Natürlich ist es ein Zeitaufwand.
mit jemandem zu schreiben, sich zu treffen. Aber du wirst auch gleichsam von deinem Gegenüber erkennen, was denn da zurückkommt, wie viel Interesse da ist, wie sich dieser Mensch dir gegenüber verhält und zu seiner Umwelt verhält. Auch in diesen 15 Dates, ja, kannst du so vieles mit der Person machen. Schau dir an, wie die Person lebt oder mit ihm im Schlafzimmer zu landen. Geh mit diesem Menschen lange spazieren, habe Unterhaltungen. Bitte geht nicht in Clubs und sauft euch nieder und landet dann im Bett. Ja? Lasst eure Sinne im Klaren. Die meisten Menschen gehen auf Dates und betrinken sich dann. Und dann ist es ganz einfach, mit irgendwem im Bett zu landen. Ja, na klar, weil ich meine Sinne betäube. Und ja klar, wenn ich Alkohol trinke oder mich betrinke, dann habe ich keinen richtigen Geruchs- oder Geschmackssinn, ja, dann kann ich mein Gegenüber gar nicht wirklich so riechen. Und es heißt ja auch, ich muss ihn riechen können oder ich muss sie riechen können. Das sind auch biochemische Prozesse, die dahinter sind. So, wie gesagt, ich habe dir jetzt die Tücken aufgezählt, ja. Was auch noch ganz gut ist bei dieser Methode ist, wie gesagt, wenn es dann tatsächlich nicht passen sollte mit der oder demjenigen, dann kannst du immer sagen, okay, hat nicht funktioniert, aber ich bin in keiner emotionalen Abhängigkeit. Ja? Es ist nicht so, dass ich dann leide, weil ich den Kontakt abbreche oder dass ich Liebeskummer habe und ich sitze da und wieder bin ich in dieses Loch gefallen. Nein, du bist stabil, du hast deine Werte angesehen, du schaust dir seine Werte an, du gleichst es ab, ja? Du schaust dir den Charakter des Menschen an, du schaust dir an, wie er dich behandelt, ja? Wie er mit dir umgeht, du beobachtest dich, ja? Nimm dich selbst wichtig und beobachte, was passiert mit mir in diesem Prozess. Wie fühle ich mich nach und nach? Wie sehr vertraue ich ihm oder ihr? Ja, das ist ein Prozess. Und wenn sich das da nicht irgendwo weiterentwickelt, wenn es irgendwo stockt, dann frage dich, warum stockt es? Liegt es an mir, weil ich irgendwo Vertrauensprobleme habe? Was bräuchte ich, um dieser Person zu vertrauen? Oder ist es tatsächlich, dass dir dein Unbewusstes irgendwas mitteilen möchte, dass es einfach nicht so weit ist, dass du diesem Menschen vertrauen kannst, weil er irgendetwas gemacht, gesagt, getan hat, wo deine Systeme automatisch hochfahren und dich einfach warnen wollen. Und auch darauf darfst du einfach hören. Das heißt, ergründe dich wirklich, lerne dich richtig kennen. Setze nicht von dir voraus, dass du auf Knopfdruck zu funktionieren hast. Setze nicht voraus, dass du ein Date mit jemandem hast und dich in ihn verliebst. Bitte benutzt keinen Alkohol, sich betrunken machen und so weiter, weil dann gehen die Hemmschwellen runter. Wie gesagt, man betäubt seine eigenen Sinne und man legt sich damit selbst aufs Kreuz. War das jetzt Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber man manipuliert sich selbst. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja? Meine Lieben, bitte, bitte, bitte teilt dieses Video. Mir ist es wirklich ein großes Anliegen. Ich möchte nicht, dass Menschen zu mir gerade deshalb ins Coaching kommen und mich deshalb fragen. Ja? Alles, was dahingehend geht, um in diesem Prozess begleitet zu werden oder es auszuprobieren und zu merken, da und dort habe ich eine Blockade, da bin ich sehr, sehr gerne da und begleite und unterstütze dich sehr gerne auf diesem Weg. Aber das, was ich hier heute sage, das ist Basiswissen und Grundwissen, damit du überhaupt generell wieder mal verstehst, wie das ist und wie Magie tatsächlich entsteht und welche Streiche dir dein Hirn spielt und welche Strategie du hast, um zu verstehen, wie du dich verliebst. Und denke mal über deine Strategien nach. Nein, wie gesagt, nicht wo die Liebe hinfällt und ich kann mir nicht aussuchen, in wen ich mich verliebe. Doch, das kannst du. Und mit dieser Methode und mit dieser Strategie hast du automatisch ein Schutzschild. Du hast dich, wie gesagt, körperlich nicht hingegeben. Du hast keine Peptidabhängigkeit. Es ist nicht diese Falle. Du hast die Möglichkeit, diesen Menschen ganz genau zu beobachten, wahrlich kennenzulernen und gibst dir selbst eine Chance, dich zu verlieben und deine Libido wieder zum Erwecken zu bringen. Ich bin sehr, sehr neugierig auf dein Feedback. Bitte probiere es aus. Wie gesagt, in dem Sinne hast du nichts zu verlieren. Du
kannst höchstens ja dich in einen tollen Menschen verlieben und einen tollen Menschen entdecken. Ja, schreib mir in den Kommentaren, was du denn zu dieser Strategie denkst. Ich freue mich über jeden lieben, schönen, konstruktiven Kommentar. Siehst du diese Pflanze im Hintergrund? Diese Pflanze war mal fast tot. Und ich habe kurz überlegt, ob ich die Pflanze tatsächlich wegschmeißen sollte oder entsorgen sollte. Und schaut euch mal an, wie schön diese Pflanze jetzt aufblüht. Und genauso ist es nach narzisstischem Missbrauch oder nach toxischen Beziehungen. Wenn du dich mal so fühlst, als wären deine Blüten verloren gegangen, betrachte das als Sinnbild, dass wieder alles in dir blühen darf und kann. Und nach narzisstischem Missbrauch gibt es manchmal einen Winter im Innenleben, aber der nächste Frühling kommt gewiss. Schränke dich ganz bewusst nicht ein nach narzisstischem Missbrauch. Wie gesagt, es ist wichtig, dass du dich mal aufbaust, aber zu sagen, ja, ich möchte nie wieder einen Mann in meinem Leben, ich lasse niemanden an mich heran, ist eine einschränkende Entscheidung. Und somit hast du dich von etwas abgegrenzt oder ganz bewusst von etwas abgegrenzt oder du entscheidest dich für Angst. Entscheide dich tatsächlich für Liebe. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, dass man dich kennenlernt. Und du bist es auch selbst wert, dich selbst kennenzulernen. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe. Mögen sich all deine Wünsche im Bereich Liebe, Partnerschaft, Sexualität und alles, was du dir wünschst, für dich erfüllen. In Liebe, deine Astera. Tschüss, Baba.